Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Redlets Technik LB. Jetzt hoffe ich mal, dass die Framerate einigermaßen passt. Eben ist sie wieder eingebrochen, bis hast du nicht gesehen. Jetzt scheint es zu gehen. Nein, jetzt bricht sie wieder ein. Ach, ich weiß da nicht. Das ist das Scheiße, sowas. Also, wer mal richtig ordentliche Hardware für Redlet hat, dass er gute Technik LBs machen kann. Hier bin ich. Noch was. Ich suche vernünftige, elektronische, lizenzfreie Musik zur kommerziellen Verwertung. Also wer irgendwas hat, bisschen Werbung für sich machen will, der kann sich gerne bei mir melden. So, jetzt nehme ich hier was mit. Wir werden nämlich ordentlich was durchschleudern. Ich nehme überall ein Steckchen raus. Dann brauche ich natürlich auch hier was. So. Hier nehme ich auch noch ein Steckchen raus. Na, jetzt kommen wir fast hin. Wir haben schon ordentlich was wegproduziert. Ich war auch noch mal beim Imker-Heini, der war jetzt da. Keine Ahnung, wo der gesteckt hat. Irgendwo in der Höhle oder so. Hab bei dem, ich glaube, 3 oder 6 Profenframes, 6 Stück, so Profenframes gekauft. Werden wir noch mal vorbeigehen. Zug tue ich jetzt mal nicht aktivieren, ist egal. Habe ich jetzt keine Zeit für diesen Schnickschnack. Kümmere ich mich später drum. Dann hau ich hier noch mal rein. Ach komm, das mache ich jetzt voll. So machen wir das aber. Dann nehme ich hier das so raus. Ja, mach mal. Und füll gleich hier mal auf. Bialyse und sowas. Das kann weg. Trialyse. Hier. So. Bialyse. Da kommen dummerweise die anderen rein, weil ich das so gemacht habe, ich Idiot. Dann habe ich hier schon mal umgebaut. Also jetzt diese Pipe von hier nach darüber, damit der Honig hier reinschleudert. Das geht so. Man muss nicht für alles eine Straße aufbauen. Das geht auch so. Und hier mache ich jetzt schon mal Sachen, ne? Für den Avari. Also für das große Bienenhäuschen einfach. Okay, dann macht er uns jetzt diese lustigen Teile hier. Ja, jetzt habe ich erstmal genug drin. Mit dem Holz könnte es vielleicht schnell eng werden. Egal, lass ihn jetzt schleudern. Von denen brauchen wir nicht eine ganze Menge. Und dazu braucht man hier diese Maschinen. Und wir brauchen mindestens 7, Moment, was habe ich denn von Holz? 27 dieser imprägnierten Cases. Na, komm mal her. So. Ach, da ist ja noch ein Stack drin. Ein Steck. Ja, klar. Gut, dann machen wir das weg. Honig, Quatsch, Seedöl kann ich jetzt nicht schleudern. Also müssen wir mal gucken, wie weit man mit denen hier kommt. Können wir Glück haben. Das passt so. Ein paar imprägnierte Sticks habe ich auch. Die sind hierfür. Ach so, mit den Türen wollte ich noch was erklären. Das ist Powercraft, das teste ich gerade. Beta. Das ist immer so eine Sache. Muss man aufpassen. Deswegen teste ich das gerne für mich, damit ich im LP keine bösen Überraschungen erlebe. So. Dann eins. Halt, kann ich nicht stacken. 2. Kriegen wir noch eins raus. Ja, so reicht das erstmal. Eins hebe ich mal auf für besondere Vorkommnisse und so. Judy, dann kommt gleich das Rezept wieder hier hinein. Na. So. Ach, scheiße. Echt, das ist doch blöd da. Okay, die 3 habe ich jetzt. Gehe ich hier mal rum. Also da, wo ich es für wichtig erachte. Ja, hier ist auch bald Schluss. Von dem ist auch bald Schluss. Gut, das reicht so. Mit dem Alberi haben wir dann das Glück, dass wir das nicht mehr brauchen. Ne? So, während der jetzt da wurstelt, schmeiße ich das jetzt kurz an. Nein, mach jetzt nicht. Scheißegal. Das ist scheißegal. Gut, der schleudert da durch, dann nehme ich das hier raus, nehme das so raus. Das muss... Sehen, ob wir das hier irgendwie unterbringen. Den Honig gleich hier rein. Dass der immer Nachschub produziert hier, ne? Dass wir ja gar nicht ein Defizit haben. Und diese Sachen hier, die nimmt man dann. Also es ist schweineteuer, wenn ihr guckt, ja, Beeswax, Pollen, dann brauchen wir Chalet Royal. Deswegen habe ich ja das mit den Bienen so früh gemacht, weil da einige immer rumheulen. Bau doch dies und bau doch kleinen Atomreaktor und kleine... Ja, von was denn eigentlich? Ja, man fängt nicht am Arsch an und hört am Kopf auf, sondern man putzt von oben nach unten. So sieht's aus. Wer will sich schon dann mit dem Lappen wieder im Gesicht rumrubbeln? Ja, um das mal auf den Punkt zu bringen. Man muss vorne anfangen, hinten aufhören. So sieht's aus. Okay, jetzt haben wir 28. Machen wir das Ding trotzdem noch ein bisschen leer. Dann nimmt man hier so ein Case. Gibt Leute, die bauen für sowas eine Straße. Was eigentlich? Nach 3 Alveri ist meistens Schluss, ja. Dann hier. Zack. Dann hast du so einen Alveri-Block. Tolle Wursch, ne? Der heißt doch so, ne?
Halveri, ja, irgend sowas. Großer Bienenstock halt, ja. Produziert ganz tolle viel. Dann wollte ich euch das Speiseholz hier mal zeigen. Das ist das Speiseholz, schaut geil aus. Und dann kann man hier, also ich habe es so gemacht, schönes graues Holz bauen. Also ich finde es cool, da kann man tolle Sachen machen. Lustige Gebäude, was weiß ich, Bettvorleger und so weiter. Das ist schon in der Farm drin. Trotzdem wird Redlet jetzt hier Folgendes machen. Er nimmt mal hier das Gerödel raus, das er hier schon vorbereitet hat, und kümmert sich mal so ein bisschen um die Benzinproduktion. Das haben wir ja auch noch. Ich nehme jetzt nicht so viel mit, das ist egal. Habe ich den Aquarius Fuzzi, den habe ich, ich habe die Maschine. Ich muss es nämlich erstmal grob anhalten. Ich baue ja alles frei Schnauze, ich teste das nicht, ja, und dann so und so und dann hast du das schnell hingebaut. Also das mache ich nicht, sondern ich entscheide das kurzfristig. Ja, was, wie? Ach ja, das auch noch. Ne, das machen wir jetzt zuerst. Ne, das können wir nicht zuerst machen. Doch, das können wir zuerst machen. Das können wir schön zuerst machen. Ich habe das doch vorbereitet hier. Dann muss das nach oben. Ich brauche nämlich den Platz. Bialyser, Trialyser kommt hier in die Kiste. Das ist echt gut aufgehobenes Zeug. Aber es ist eigentlich eine coole Kulisse hier, ne? Was ich noch sagen wollte. Jetzt sehen wir keinen. Ach hier. Guck mal hier. Das ist so ein... wie nennt er sich? Jetzt habe ich es vergessen. Ich guck mal schnell. Nein. Silberleim. Und dieser Silberleim, den kann man sich so hinziehen, dass der Bursche... Na, jetzt nicht. Auch nicht. Jetzt klappt es dummerweise nicht. Der droppt nämlich Äpfel. Also hin und wieder kommt da ein Apfel. Also man kann die Bäume schon, da kann man coole Sachen machen. Und hier, weil auch Leute sagen, mach's doch bis zu Ende. Das Problem ist, dass dann meistens das Ding flöten geht und der Setzling, der potenziell gute Setzling auch. Also kommt in seltensten Fällen was rausgefallen. Lohnt sich also nicht, ist Risk. Gut, die Burschen da rein. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe gesagt, unten, ja das zum einen. Und ich wollte noch was mitnehmen. Scheiße, meine Güte. Ich bin doch hier umsonst rausgerannt. So. Achso. Jetzt hat es geklingelt. Ist ein bisschen viel. Jetzt kommt... Nicht der Malexpansion. Jetzt kommt Nuklearkontroll. Und zwar mache ich mir hier noch von den industriellen Informationspaneln mal gleich noch... Ach, vier kommen. Dann nehme ich das Rezept dazu raus. Und ich mache mir... Habe ich schon vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Hier... Guckt euch die Liste an, die haben eine Macke, ja, also wenn du da irgendwie eine Ente eine gefüllte Ente machst, Peking-Ente, dann ist das einfacher als dieses. Collar-Upgrade. Machen wir noch eins. Ach komm. Wieso eins kaufen, wenn man fürs doppelte Geld zwei haben kann? Das ist so die Devise. Ach komm, leck mich da. Ich fummel das jetzt nicht raus. Ja, passt schon. Dann kommen die Dinger. Was jetzt, glaube ich, ein Problem wird. Wir haben keinen... ja, wisst schon hier. Ach komm. So ein Range-Upgrade mehr. Ich will nämlich was umbauen hier. Ach scheiße. Telefon. Moment. So, oh mein, das war vielleicht ein langes Gespräch. Oh, hier liegt noch was. Ein sehr langes Gespräch mit meiner Ma. Ganz genau, ich habe jetzt mit meiner Ma ewig lang gesprochen. So ein paar wichtige Sachen. Wo ist eigentlich das Holz, was hier reinkommt? Ja, ich rede viel mit meiner Ma. Also auch so Sachen, so allmögliche Sachen, alltägliche Sachen. Das ist ganz gut. Aber jetzt bin ich natürlich raus, ne? Weil wir halt viele Dinge besprochen haben, die... Scheiße, ich brauche Birkenholz. Die so gar nichts hier mit dem zu tun haben, was ich hier mache. So. Aber die wichtig waren. Wichtiger als dieses Game. So. Okidoki, es ist dunkel. Hier bauen wir jetzt um. Ich mache erstmal Bubu. Scheiße, dass es immer dunkel wird in dem Laden, ja? Das kann man zwar hincheaten, aber was soll's. Machen wir nicht, wir spielen ordentlich. Also, hier ist Öl. Sehr schön. Dann kommst du mal weg.
Das werden wir nämlich jetzt kleiner machen. Ich muss Platz sparen. Das ist ein Panel Extender. Die kommt komplett weg. Die brauche ich hier nicht. Dann hier aufruppen, da aufruppen. Hier kommt dann auch noch was her. Das mache ich jetzt aber nicht rein. Dann brauche ich Schalterchen. Zumindest noch ein. Da. Gleich einschalten. So. Müsste gehen. Informationspanel, Informationspanel. Die beiden sind an. Hier rein kommt Lava. Da müssten wir die Karte noch haben. So. Lava ist jetzt ziemlich weit weg. Das heißt, wir brauchen hier sowas. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wir brauchen das Color Upgrade. Und dann sagen wir, damit das farblich so ein bisschen passt. Nee. Nee. Genauso wie die andere, ganz genau. Nur die Farbe ändern wir. Hm, könnten wir lassen. Könnten wir auch lassen. Nein. Tja, wo ist denn das schöne Rot? Ich dachte, ich hätte ein schöneres Rot. Ach, guck mal. So ist gut. Lava. Und das hier. Da mache ich schon mal das Color Upgrade rein. Und wir gehen runter. Ach, scheiße. Es fehlt noch was. Und zwar... Oh, jetzt, das war was mit Liquid hier. Liquid Sensorketten, Eimerchen, eine Scheibe Papier und ein, ach Mist, und ein Kabel. Das war doch was mit Kabel. Kabel, Schaltkreis, ne? Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube so. Hier, ich hab'n schon. Toll. Dass ich das nicht vergessen habe, das wundert mich jetzt schon. Einen Eimer habe ich hier. Wieso habe ich 10 Eimer dabei? Gute Frage. Ach so, das war das von der Ölquelle. Papier haben wir vergessen. So. Ach, wie schön, dass ich überall so eine Crafting Table habe. Ne? Wo ich gehe und roll, habe ich eine Crafting Table. Ein Liquid Sensor Kit. Toll. Was denn das wieder für ein Quatsch hier? Epileptischer Anfall. Nicht, dass ich irgendwann sabbernd auf dem Boden liege. Das haben wir noch nicht. So, und hier ist unser Benzintank schon. Der kommt dann auch noch dazwischen. Dann haben wir diese ganzen Sachen über dem Bett. Dann haben wir eine wunderschöne Abendlektüre. Können wir hier studieren, ob der Laden noch läuft. So. Out of range. Hab's doch gewusst. So ein Scheiß. Aber das Öl ist doch unmittelbar darunter. Na, dann pass mal auf. Das kann nicht out of range sein. Von wegen out of range. So. Dann dasselbe Spiel nochmal. Und hier nehme ich eine lustige Farbe. Das gefällt mir. Ne? Ja, so ist toll. Und das Benzin wird dann gelb. Das kommt ja auch noch rein. Das könnte ich ja gleich reinmachen. Dann habe ich es erledigt. Da kommt wieder ein Schalterchen. So, dann haben wir hier das Panel. Zack. Und da kommt dann Benzin rein. Ich mache schon mal ein Color Upgrade rein. Dann haben wir es drin. Und das Benzin ist ja nicht weit weg. Das könnte der gerade noch so schaffen. Ne? So, jetzt haben wir auf einen Blick, sind wir informiert. Der ganze Laden ist voll. Toll. Das reimt sich. Das sind wieder technische Dinge. Jetzt haben wir hier noch zwei über. Das finde ich geil. Gut, dann baut Redlet da unten schon mal ein bisschen was von der Raffinerie. Viel werden wir jetzt nicht schaffen, dann machen wir halt in der nächsten Folge weiter. Ich klopp das jetzt einfach rein. Na komm. Holla, Bauer. Ja, ist ja gut. Dann lassen wir hier eins Platz. Hier sitzt dann das erste Maschinchen. Das heißt, der Redlet geht nochmal zurück. So, hier mache ich dann irgendwann einen Aufzug rein, aber jetzt bin ich geizig. Bin nämlich ein geiziger Knochen, was die Diamanten angeht. Und zwar brauche ich, ne, das reicht nicht, brauche noch was. Habe ich überhaupt konduktiv dabei? Auch nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht geplant. Also, jetzt machen wir hier Wooden und Redstone und noch eine konduktive. So. Ich muss das nämlich erstmal grob anhalten.
Ich habe das ja gerne ein bisschen so, dass, wie soll ich sagen, dass ich innerlich zufrieden bin, ne? Also nicht einfach hinkacken, das Zeug, und sagen, passt schon. Hier müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Das kann ich hinten rumführen. Bei unten, ich habe dummerweise unten kein Ventil reingemacht. Ist aber nicht so schlimm. Das passt schon. Ich will die Leitung in dem Fall sehen. Dann sitzen hier zwei dieser Maschinen. Dann können wir hier schon mal das so anknuddeln. Das wird nämlich so. Etwa so. Und dann dürfte hier die Raffinerie sitzen. Ich denke so. Das können wir natürlich auch von oben machen. Dann können wir die Raffinerie noch eins hier rüber tun. Das könnte gut gehen. Ne? Also das könnte gut gehen. Wir können es ja mal versuchen. Komm mal her. Scheiße. So ist es eigentlich nicht geplant. Es kann sein, dass ich da Probleme kriege. Deswegen tun wir das jetzt anhalten. Hier müssen wir auf alle Fälle ausbuddeln. Hier müssen wir ausbuddeln. Hier. So. Hier kommt dann Wasser. Und wir dürfen nicht vergessen, das Benzin fließt ja hier rein, ne? Das haben wir auch noch. Ich mache das jetzt mal so. Na, das passt so. Dann machen wir das so. Gut. Hier ist der Anschluss. So. Schön, sehr schön. Okay, mal sehen, ob wir hier unterirdisch gehen können. Das wäre mir natürlich das Liebste. Ich darf nur nicht vergessen, dass die Maschinen Benzin brauchen. Das heißt, weil die Liquidukte tun sich ja verbinden, ne? Das haben wir auch noch. Also kann ich hier noch gar nicht in die Tiefe gehen, sondern erst hier. Das heißt, wir müssen trotzdem ausbuddeln. So, jetzt kommt hier schon die Soße. Na, da müssen wir nochmal rein. Und zwar. Ah, guck mal hier, hier. Holla, Bauer. Ach du dickes Ei, wo hocke ich denn hier? So. Nee, wir machen das anders. Wir tun hier diese Liquid Pipe einfach in das Loch. Und zwar hier. Und noch eins. Und jetzt kommt hier der Fuzzi her. Und ich hoffe, dass ich das noch schaffe hier. Oh, scheiße. Schaffe ich nicht. Auch ich habe die Monster-Aus, sehe ich gerade. So, hätte ich mir auch sparen können. So, dann machst du mal hier ringsherum gar nichts. Und nur hier. Jetzt sehe ich da nichts. Jetzt ist angeschlossen, ne? Gut. Spitze. So, den Aquarius Fuzzi haben wir erfolgreich angeschlossen. Oh, ich sehe was. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist mir nämlich was eingefallen. Es kann nämlich durchaus sein, dass er nur die Seiten akzeptiert. So, und jetzt schließen wir den hier unten an. Ganz genau so. Ist es jetzt angeschlossen? Nee, ne? Hier nicht. Dann müssen wir uns beeilen. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Scheiße, warum geht das jetzt nicht mehr? Verdammter Kack. Ich muss aufpassen. Ich habe nur noch wenig Leben. Und mein Herz pumpt wie Sau. Was meinen jetzt? Tschak, tschak. Hunger, Hunger.
gibt's doch nicht. So ein Kiki, ja? Ich muss mir mal Ambrosia machen. Ambrosia. War irgendwas mit Honig? Honigzellen? Mach das mal zu Ende. Ich habe jetzt keine Lust. Ich warte einfach, bis ich aufgeladen bin. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier sind. Die hat schon 61 gemacht, aber wir haben kein Holz mehr. So. Dann mache ich noch mal ein paar. Hier. So. Sehr schön. Was muss ich denn hier nachschieben? Hier mal gucken. Da. Auf alle Fälle Honig, ne? So. Schön durchpressen. Und hier Wachs rein. Und den Rest haben wir noch soweit. Dann nehme ich die gleich raus, dass er weitermachen kann. Gut so. Und die Maschinen, die sind durch. Da haben wir jetzt echt genug. Wir haben zwar kein Siedöl mehr, das macht aber nichts. Ah, scheiße. Kotzen. Okay, Bubu. Dann schließe ich jetzt schnell noch den Aquarius-Fuzzi so an, dass der passt. Und dann machen wir ein Päuschen. Sonst wird die Folge ewig lang. Er wird sich wieder nicht verbinden. Weil da schon was drin ist. Das ist irgendwie scheiße. Das finde ich nicht gut. Ja, hab ich schon gedacht. Da das nicht geht. Jetzt. Dann nochmal abtauchen. Und jetzt. Jetzt zeigt er nach oben, ne? Ja. Gut. Dann habe ich das. Das ist nämlich unser Wasseranschluss. Ach, ich vergesse mal, dass die Türen jetzt ja automatisch aufgehen. Das kommt von Powercraft. Der Player-Detektor. Aber das ist noch Test, ne? Deswegen verliere ich ja kein Wort drüber, weil das Alpha-Version ist. Und mit Alpha-Versionen sollte man immer vorsichtig sein. Die heißen nicht umsonst Alpha. So. Dann verbinde ich das. Sehr schön. Das ziehe ich hier schön unten entlang. Hier kommen wir dann hoch, ne? Mit den guten Liquidukten. So. Was ist jetzt? Ach, die sind so turbomäßig schnell, aber kommt nichts mehr. Warum nicht? Ach, das ist doch ein Elend. Stimmt doch alles. Oder hat sich da wieder was geändert? Das Kind kann ja nicht wahr sein. Warum konnte der das nicht einfach... Ja, warum konnte er das nicht einfach so lassen, wie das war im Original? Das war doch super. Ich habe extra meine Grafiken danach gemacht. Nein, es muss wieder was geändert werden. Sowas kann ich ja leiden. Gut. Scheiße, mit dem Benzin habe ich jetzt Blödsinn gemacht. Das können wir nochmal aufruppen. So. Da weg und da weg. Das geht nämlich hier eins rüber. So. Da muss ich jetzt nochmal aufreißen, sonst kriege ich ein Problem. Ach komm, jetzt reicht's aber. So. Komm, verbinde das und mach hier keine Zicken. Jetzt. Das funktioniert nicht richtig, ne? Das hat irgendwie ein Problem. Es kommt davon, wenn man dran rumschraubt. Okay, hier muss ich nochmal rein, aber von der anderen Seite. Jetzt macht er erstmal die Maschinchen schön voll. Gut. Das Öl fließt hintenrum in die Raffinerie. Jetzt kann ich es mir aussuchen. Nach unten, nach... Ja, schauen wir mal. Wooden Waterproof. Das machen wir noch billig. Nö, das machen wir nicht billig. Weil wir nicht billig sind. So.
Ja klar. Kannst du nichts in die Hand geben, den Typ, ja? Dann diese zwei Autatic mitnehmen. Ich nehme das End mit, das goldene End. Ich nehme mit hier goldene Ohrs. Dann werde ich Kabel brauchen, blau. Ich werde Kabel brauchen, rot. Und dann später noch ein grünes. Jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, warum ich das noch mitnehme. Weiß nicht. Diese beiden nehme ich auch nochmal mit, weil ich ein fauler Mensch bin, der keine Lust hat, 50 Mal zu gehen. Irgendwas habe ich sowieso nicht bei. So, das brauchen wir erstmal nicht. Benzin. Das wird die Benzinleitung. Da geht es dann hier raus. Die kann ruhig so hier laufen. Läuft eh unterirdisch. Vielleicht können wir da noch ein bisschen reingehen um die Kurve so rum, ne? Gucken wir mal. Weiß halt vorher nicht, wie das mit dem Platz ausfällt. Das ist jetzt alles wieder so Echtzeit, ne? Okay, dann nehme ich hier kein Liquidukt. Ich wüsste nicht warum. Das ist völlig sinnlos. Ich nehme Cobblestone Golden Waterproof. Die guten. Die mache ich gleich so. Hier hinten rum. Dass wir was sehen. So. Ne? Dann. Wir können sie auch unten reinlegen. Könnten wir auch. Nee, machen wir nicht. Können wir nicht. Da müssen wir eh wieder hochgehen. Dann. Können wir wieder Cobblestone hinmachen, aber vorher. Nee, das mache ich. Und dann kommt hier das goldene End. Da kommen nämlich ein paar Unverknüpfungen dazu.